Hallo Leute, das ist wieder mein Videoblog. Heute ist der 7.9.2020. Heute war die Volkshilfe da. Also bin ich um 9 aufgestanden. Duschen und Haare waschen. Mittlerweile werden sie schon sehr hell. Aber naja, vielleicht kann ich sie am Montag färben. Nächste Woche. Corinna war ab 12:30 da. Die kommt jetzt immer um 12:30. Weil der Zug da besser geht und sie nicht eine Stunde warten muss. Und geht um 16:30. So kommen wir auch auf 4 Stunden. Und ja, es ist besser für sie. Mich stört etwas, aber naja. Mit Corinna habe ich heute viel Spaß gehabt. Wir haben Kaffee getrunken, getratscht und geraucht. Und sie ist immer sehr überdreht. Das wird mir teilweise zu viel. Aber eigentlich tut es mir ganz gut. Ich mag sie. Sie ist sehr ein positiver Mensch. Und kann mich gut verstehen, weil sie selbst Depressionen hatte. Und sie möchte mir jetzt bei meinem Buch helfen. Ich habe ein Interview mit einer Bloggerin gemacht über das Schreiben und wie Schreiben bei Depressionen hilft. Und über mein Buch und so. Wenn der Artikel draußen ist, werde ich euch ihn verlinken. Aber ich habe heute den Fragebogen zurückgeschickt. Und Corinna hat mir dabei geholfen, den auszufüllen. Waren ganz interessante Fragen. Und sonst geht's mir eigentlich relativ gut. Ein bisschen Stimmungsschwankungen, aber nicht so schlimm. Und sehr müde noch immer, aber es wird besser. Weil mich ja Rasperger auf andere Medikamente umgestellt hat. Aber ich glaube, ich brauche noch 10 Tage Effektin und nicht 7. Also die geringere Dosis von dem anderen Medikament. Und vom Effektinersatz. Und dann glaube ich, wird es mit dem neuen Antidepressiva besser. Ich bin froh, dass ich vom Effektin wegkomme. Weil ich finde, das macht antriebslos. Steigert am Anfang in den Antrieb, aber dann macht es antriebslos und lustlos. Und so irgendwie gefühlstaub. Aber ja, es hat jetzt eine Zeit lang ganz gut geholfen, aber jetzt ist was anderes besser. Ich habe erst in 3 Monaten wieder bei Rasperger einen Termin. Das finde ich zwar schade, aber er hat das so vorgeschlagen. Und wenn wir früher einen Termin brauchen, müssen wir anrufen. Und dann sollte das auch gehen. Sonst gibt's nicht recht viel Neues. Ich speise auf das C-Fold 2. In schwarz mit blauen Rücken. Es kostet 2000 Euro. Ich find's zwar schade, dass ich... Also ich finde es zwar blöd, dass ich so viel Geld für ein Handy ausgebe. Ich habe es mir auch noch nicht final entschieden. Weil die iPhones auch noch rauskommen. Aber ich bin von dem Handy so begeistert, dass es mir das einfach wert ist. Und ich weiß, 2000 Euro habe ich nicht so schnell zusammengespart. Aber es ist mir wert und dann kann ich ja von neuem anfangen zu sparen für einen neuen Laptop.
Weil für einen neuen Laptop brauche ich 3800 Euro. Und 2000 ist zwar schon in der Nähe, aber ich glaube, ich kann das auch so erreichen. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich mir das Handy kaufe. Also noch nicht final entschieden, aber eher das als was anderes. Und 800 Euro habe ich schon benannt. Fehlen noch 1200 Euro. Ist viel Geld, aber naja. Ein anderer würde sagen, ich bin verrückt, 2000 Euro für ein Handy auszugeben. Aber ich kaufe mir ja kein Auto oder so oder keine Wohnung. Muss keine Miete zahlen und so. Und deswegen glaube ich, ist mein einziges Hobby die Handys. Und deswegen gebe ich mehr für meine Handys aus. Und ein anderer kauft sich alle paar Monate oder alle paar Jahre ein neues Auto um viel Geld. Oder für Anfänger um 2000 Euro maximal, aber dafür alle paar Jahre. Und ich kaufe mir halt ein teures Handy. Wer jetzt dafür oder dagegen ist, ist mir egal. Ihr müsst mich nicht verstehen. Das ist einfach meine Meinung und ich werde mir nie eine teure Wohnung oder ein teures Auto leisten, weil ich keinen Führerschein habe und weil ich nicht alleine leben kann. Und ein bisschen Vergnügen darf im Leben auch sein. Ich muss eh lange sparen dafür. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Freue mich schon auf Mittwoch, da bin ich wieder bei Kerstin. Donnerstag habe ich den Zahnarzttermin. Da bin ich ein bisschen nervös davor, weil es ja doch eine Narkose ist. Aber bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Und ich hoffe, es geht diesmal auch gut. Und diese Einstellung bin ich Gott sei Dank. Wenn ich jetzt Selbstmordgedanken hätte oder so, würde ich die Operation eh nicht machen. Aber ich gehe ganz positiv an die Narkose ran und deswegen wird es schon gut funktionieren. Wir haben heute Kontaktlinsen getauscht, weil ich auf dem Auge nur noch ganz trüb gesehen habe. Ich habe schon gedacht, das ist ein Schub, aber jetzt ist es wieder deutlich besser. Und ja, das freut mich. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Mein Vater ist gerade auf einer Sitzung. Müsste aber auch bald wieder nach Hause kommen. Es ist 19:26 Uhr und ich liege schon im Bett. Ich bin heute schon sehr müde, weil es mit Corinna doch ganz schön anstrengend ist. Aber ich bin gespannt, was noch draus wird und empfinde das Ganze schon als sehr positiv und ja, denke, dass das ganz gut wird. Naja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ciao, Arenes, bis zum nächsten Mal.